jetzt ein Video. Erstmal Designer engagieren. Neuer Leiter für YouTube. Lass mal XX Pro Killer Killer 93X789 nennen. Das ist ja bescheuert. Digga, was ist denn los jetzt gerade? Und damit herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Wir sind mal wieder auf testedich.de. Wie könnte es anders sein? Mit dem Thema, hast du das Zeug zum YouTuber? Viele werden jetzt denken, dieses Thema hast du doch schon mal behandelt oder zumindest ein ähnliches Thema. Das ist nämlich der Punkt. Es ist ein ähnliches Thema und nicht dasselbe. Ich habe das ganze Quiz schon mal so leicht durchgeguckt, mich nicht komplett spoilern lassen. Und es sind ein paar andere Fragen dabei. Deswegen würde ich sagen, bevor ich jetzt über die Weihnachtszeit jetzt überhaupt kein Video mehr raushaue, würde ich sagen, starten wir mit diesem hier. Und bevor ich nachher die ersten Kommentare sehe... Ich weiß, ich sehe gerade aus wie ein geplatztes Sofakissen, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Es ist 24. Weihnachten, ist ein bisschen stressig die Zeit, aber ich würde sagen, das schaffen wir schon irgendwie. Das Quiz hat 4 Sterne, sind 10 Fragen wieder von Hip Like Tyler. Also ich hoffe, ich denke dran, dann ist es nochmal in der Videobeschreibung für euch verlinkt, beziehungsweise der Name steht drin, dann könnt ihr das selber nochmal spielen, wenn ihr Lust drauf habt. Finde heraus, ob du das Zeug zum YouTuber hast. So, machen wir. Frage 1. Mein erstes Video würde handeln von mir. Ich stelle mich vor. Ohne Kamera. Klingt so gar nicht nach mir. Übrigens, sorry, meine Stimme ist noch komplett weg. Ich hatte so einen grimpalen Effekt über die letzten Tage. 2 sogar tatsächlich. Und deswegen kam kein Video. Aber das ist gerade so leicht am Abklingen. Deswegen ist meine Stimme wahrscheinlich gerade noch nicht so ganz wieder da. Aber egal. Nein, keine Ahnung. Ich finde es immer praktisch, wenn die Leute einen auch sehen. Wenn man so ein bisschen was von seiner Persönlichkeit preisgibt. Das ist einfach der Preis, YouTube-Videos zu machen. Finde ich, gute Videos zu machen. Natürlich gibt es viele YouTuber, die auch guten Content machen und sich nicht im Internet zeigen, aber für mich persönlich gehört es dazu und das war eigentlich auch schon immer der Fall. Seitdem ich eine Webcam habe, damals die Logitech C170 war es, glaube ich, konnten die Zuschauer mir immer beim Zocken zugucken, irgendwie Vlogs oder sonst was, habe ich auch mit der Webcam tatsächlich gemacht, also auch das haben wir schon durch. Weiß ich nicht, seit ich denken kann, nehme ich mit Webcam auf. Ich mache ein Minecraft-Let's Play, so hat PewDiePie angefangen, deswegen fange ich auch so an. Klingt auch nicht nach mir. Ja, wobei zu damaliger Zeit. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich klingt auch das nach mir. Man sieht direkt, wie ich aussehe. Also ich würde sagen, das erste Video würde handeln. Ich habe ja tatsächlich so ein Intro-Video hier auf dem Kanal. Das kam nicht als erstes Video hier auf dem Kanal, aber für neue Leute. Die sehen direkt dieses Video und sehen mich auch als Persönlichkeit. Da ist irgendwie schon ein Jahr Kanalarbeit drin oder so in diesem Video. Das habe ich ja irgendwie vor 2 oder 2,5 Jahren hochgeladen, weiß nicht mehr genau. Und also ohne Kamera kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich würde es einfach sagen, man sieht direkt, wie ich aussehe, weil es ist die naheliegendste Antwort. Frage Nummer 2 für mein Kanaldesign. Banner, Profilbild. Würde ich mir selbst die Mühe machen, einen Designer engagieren, welcher bezahlt werden muss? Beim ersten Video erstmal Designer engagieren. Ich würde alles auf Standard lassen. Nee, ich würde mir selbst die Mühe machen, definitiv. Frage Nummer 3. Mein Kanal handelt von Beauty, Comedy, Lifestyle... Ich habe die Wörter vertauscht. Beauty, Comedy, Minecraft und Lifestyle. Comedy. Mittlerweile ist es Unterhaltung bei mir. Es ist teils Zocken, teils Vlogs, teils kontroverse Themen mache ich ja zwischendurch auch, nur dass ich die in die normalen Videos mit reinpacke. Ich habe da ja irgendwann mal mit angefangen mit diesem Logan Paul Video. Das war ja wirklich ein 14-minütiges Video oder so, wo ich wirklich nur über YouTube gesprochen habe. War ja nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und diese Videos, die wirklich nur auf diese Themen basieren, die gibt es momentan einfach nicht, weil mir keine richtigen Themen einfallen. Deswegen, momentan würde ich mich eher in die Kategorie Comedy packen. Frage Nummer 4. Neben YouTube würde ich auch auf anderen Social Medias aktiv für meine Fans bleiben. Nicht für die Schule lernen, nur auf YouTube konzentrieren. Immer gut. Nebenbei kleines Taschengeld verdienen, welches ich für mein YouTube-Equip ausgeben würde. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Antworten haben an sich überhaupt nichts miteinander zu tun. Es ist ja nicht auf dieselbe Sache bezogen. Es ist, mir fällt gerade auf, ihr seht mich gerade in 4K an der Webcam. Das ist eigentlich unabsichtlich gewesen, aber auch nicht unbedingt schlimm. Egal, hat mein PC nachher wieder was zu tun. Ich würde einfach sagen, nebenbei kleines Taschengeld verdienen, welches ich dann für mein YouTube-Equip ausgeben würde. Neben YouTube, ja. Gut, dass es jetzt für YouTube ausgegeben wird. Ich würde jeden Tag meine Statistiken auschecken, ob ich wachse oder nicht. Immer auf die Kommentare der Zuschauer eingehen, mein eigenes Ding durchziehen, mich nicht auf Zuschauer einlassen.
was ist auf Zuschauer einlassen mit Zuschauer einlassen gemeint? Immer auf die Kommentare der Zuschauer eingehen. Probiere ich so gut es geht, sofern man darauf eingehen muss. Wenn es irgendwelche Fragen sind, dann beantworte ich die meistens. Ist die schlüssigste Antwort. Frage Nummer 6. Mein Ziel ist es mit YouTube, eine Menge Geld zu verdienen, nur Spaß dran zu haben, eine Community aufzubauen. Ich würde sagen, eine Community aufzubauen, weil Spaß soll es natürlich auch machen. Das ist der zweite riesengroße Nebeneffekt, den YouTube bringen soll. Zumindest was meinen Kanal angeht. Da gibt es ja viele verschiedene Meinungen, wie man YouTube sehen kann. Für mich ist es einfach, eine Community aufzubauen, einfach um Leute zu haben, mit denen ich über die Sachen, mit denen ich die hier am PC mache, reden kann. Ich würde sagen, wir belassen es bei Community. Frage Nummer 7. Ich will so werden wie Tanzverbot, KS, Freak, Paluten, Faktastisch. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Ungespielt, Reactions. Das ist ja bescheuert. Das ist direkt, dass man ein Vorbild haben muss, oder wie? Ich will so werden wie. Habe ich ja nicht. Ich habe schon mal gesagt, mir gefällt Paluten ziemlich von seiner generellen Lebenslust, die er in seinen Videos ausstrahlt. Also dieses mega glückliche, immer aufgeschlossen, immer lustig drauf. Deswegen würde ich sagen, Paluten ist hier das Wahrscheinlichste. Frage Nummer 8. Ich werde meine Fans meine Army nennen, meine lieben Süßen nennen, meine Freunde nennen, meine Zuschauer nennen, meine Süßen nennen, Comedy. Okay, meine Süßen, also so ein bisschen Spaß. Ich nenne euch nicht meine Süßen, ich nenne euch auch nicht meine Zuschauer, meine lieben Zuschauer, nee, habe ich nie gesagt. Meine Freunde am ehesten. Ich glaube, da brauche ich nichts weiter zu sagen. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Frage Nummer 9. Ich möchte YouTube.de dominieren, verändern, zurechtleiten. Zurechtleiten. Ew. Die Chefs von YouTube, die denken sich dann auch nur so, hä? Neuer Leiter für YouTube. Lass mal XX Pro Killer 93X789 nennen. Das ist eine gute Idee. Verändern, würde ich sagen. Verändern ist immer gut. Nein, nicht immer. Aber auf YouTube, egal was sich auf YouTube verändert, es würde sich immer zum Besseren verändern, weil momentan kann es eigentlich nicht schlimmer werden. Mit den ganzen automatischen Systemen und Copyright und hast du nicht gesehen. Auch wenn YouTuber da nicht mehr so krank drüber sprechen, ist es trotzdem noch ein Riesenthema. Das lasse ich mal eben gesagt sein. Frage Nummer 10. Danke für das Spielen des Tests. Jeder Test hat zum Schluss irgendwie diese komische Frage-Antwort. Gerne. Tut mir wirklich leid. 1 und 1. Hast du das Zeug zu einem YouTuber? Halte dich an diese Dinge und setze sie gut um und du kannst es zu einem großen YouTuber schaffen. Im Grunde ist es genau dieselbe Antwort, die wir ja in dem anderen Griff. Digga, was ist denn los jetzt gerade? Die wir in dem anderen Quiz auch schon hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das andere hieß. Ich kann mal eben nachgucken. Wärst du ein guter YouTuber, hätte ich? Und welcher YouTube-Content passt zu mir? Das waren so die zwei Dinger, die ich ja bisher gedreht hatte hier auf dem Kanal. Leicht was anderes gewesen. Ich hoffe, euch trotzdem mit diesem kleinen Zwischenvideo. War es ein Zwischenvideo? Ja, es war ein Test-Video. Die sind eigentlich alle, das sind alles irgendwie Zwischenvideos. Ich hoffe, euch trotzdem so ein bisschen unterhalten zu können und genießt die schönen Feiertage. Euch noch, falls wir uns vorher nicht mehr sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Fröhliche Weihnachten und habe ich was vergessen? Fröhliche Brückentage? Jetzt sollte ich alles haben. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben, Kommentar schreiben. Ist wie immer erlaubt. Erwünscht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.